In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man ein Bild gerade ausrichten kann. Ich habe hier ein Bild eines Bachs oder Teichs und wir sehen hier ganz schnell, dass das Bild irgendwie schräg steht. Um euch hier einen Vorher-Nachher-Vergleich zu zeigen, kopiere ich hier erstmal das Bild und wir gehen hier als erstes auf das Pipettenwerkzeug und hier sehen wir eine ganze Reihe weiterer Werkzeuge. Und wir brauchen hier das Linealwerkzeug. Wir können jetzt den Anfangspunkt mit gedrückter Maustaste setzen und hier sehen wir, hier setzt sich ein Ankerpunkt an und den Endpunkt können wir auch setzen und einfach loslassen. Und hier können wir jetzt gerade ausrichten anklicken und jetzt rechnet er kurz und jetzt ist das Bild gerade ausgerichtet. So einfach geht's. Viel Spaß beim Selbstausprobieren. Bis zum nächsten Mal.